Ja, Manu, du hast dich ja im Spiel gegen Ingolstadt verletzt. Beschreib uns doch noch mal genau die Szene, die zu der Verletzung geführt hat. Ja, es war ein bisschen komisch. Ich stand mit dem Rücken zum Gegner, wollte den Ball wegschlagen, habe mich dann aufgedreht und dabei hat er mich dann mit seinem Knie auf der Innenseite bei mir im linken Knie getroffen. Und ja, ich hatte dann daraufhin starke Schmerzen und dadurch, dass ich zum Glück noch nie eine Verletzung im Knie hatte, konnte ich dann auch nicht so wirklich einschätzen oder so reinfühlen, was es ist. Und war daraufhin dann beim MRT und dabei ist dann rausgekommen, dass alles im Knie heile ist. Sogenannte Bone Bruise, also ist ein Hämatom, das am Knochen sitzt. Und sagen wir mal, es ist halt einfach nur schmerzhaft, aber im Grunde genommen ist nichts kaputt. Also ich hoffe, dass ich einfach in naher Zukunft wieder dabei sein kann und der Mannschaft dann einfach wieder zur Verfügung stehe. Wie geht's dir aktuell? Und im Mannschaftstraining bist du ja auch noch nicht eingestiegen, oder? Nee, genau. Also ich mache im Moment Reha-Training. So persönlich geht es mir ganz gut, gerade nach dem Sieg gestern. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns und ich sage mal, das beschleunigt das Ganze natürlich dann auch noch wieder ein bisschen. Okay, kommt Sonntag denn für dich noch zu früh? Wirst du hier das Spiel auf der Tribüne verfolgen gegen Nürnberg und wirst du nicht dabei sein oder könnte es sogar eine Option sein für dich? Ich glaube, dass es noch zu früh kommt. Geplant ist, jetzt in naher Zukunft ins Lauftraining einzusteigen. Und wie gesagt, also es wird von Tag zu Tag wird es immer besser. Und ich werde mich jeden Tag behandeln lassen. Und von daher denke ich, dass ich da einfach für Sonntag noch nicht zur Verfügung stehen kann, aber in naher Zukunft dann wieder bereit bin.